Dies ist mein 100. Video und da habe ich mir mal gedacht, mache ich mal ein Tutorial, wie ich unter anderem auch meine Let's Plays mache. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie sowas geht und sowas. So, das Ziel dieses Tutorials ist es, euch beizubringen, wie ihr hochwertige Let's Plays macht. Also hochwertig im Sinne von guter Kommentierstil und sowas halt. So. Dann braucht ihr von der Hardware her einen Computer oder eine Konsole, auf der ihr zocken könnt. Natürlich braucht ihr dazu auch einen Videograbber. Ein Videograbber ist ein Gerät, welches den Konsolenausgang aufnimmt. Das heißt, alles, was ihr auf eurer Konsole seht, wird auch wirklich aufgenommen. Und das kann man dann, das wird dann als Datei abgespeichert. Und natürlich braucht ihr auch ein Audioaufnahmegerät, in dem ihr eure Kommentarspur aufnehmen könnt. Eine Webcam eignet sich dazu nicht so gut. Am besten wäre es, ein Headset oder ein Großmembraner zu haben. Ein Großmembraner könnt ihr einfach so auf den Tisch stellen und ja, der taugt eigentlich recht. Ich habe hier gerade ein Headset auf und das geht eigentlich auch ganz gut. Dann braucht ihr natürlich ein Spiel, welches ihr zocken wollt. Am besten beim ersten Let's Play ein Spiel, welches ihr kennt. Soll heißen, ihr solltet euch ein bisschen auskennen in eurem ersten Let's Play, weil ist schon ein bisschen blöd, wenn ihr jetzt Minecraft zockt und ihr wisst gar nichts, wie man craften kann oder was weiß ich. So, dann braucht ihr auch noch Software-Voraussetzungen. Und zwar eine Grabber-Software, wie schon angesprochen. Dieses Kästchen, das man an die Konsole anschließt, benötigt eine Software am Computer, die dann das Aufgenommene abspeichert auf die Festplatte oder auch anders streamt irgendwie. Und das braucht ihr halt nur für eine Konsole. Dann braucht ihr ein Programm, um euren Bildschirm vom Computer aufzunehmen. Das ist zum Beispiel Fraps, benutze ich auch gerade. Oder wenn ihr nicht Fullscreen-Spiele spielt, das heißt Flash Games oder Binding of Isaac im Fenstermodus, dann empfehle ich euch Camtasia Studio. Da kann man einen definierten Bereich aufnehmen vom Bildschirm und auch eine extra Audiospur gleich dazu nehmen. Ihr braucht ein Programm, um den Audiokommentar des Kommentators aufzunehmen und gegebenenfalls das Rauschen zu entfernen. Das heißt, wenn ihr mit Fraps aufnehmt oder so, wird normalerweise die Audiospur dazu aufgenommen, also gleich dazu. Das ist aber nicht so gut, da man dann nicht nachträglich noch Musik hinzufügen kann und die Stimme extra, also die Lautstärke von der Stimme extra verändern kann. Deshalb würde ich euch empfehlen, zum Beispiel ein Programm wie Audacity laufen zu lassen, das dann extra euer Audio aufnimmt. Das könnt ihr dann später dazu schneiden und in diesem könnt ihr auch das Rauschen entfernen. Dann braucht ihr noch, wie gerade angesprochen, eine Software, um die Videos zu schneiden und zu rendern. Rendern ist das Zusammenrechnen von Videos, um die Dateigröße zu verkleinern. Weil wenn ihr jetzt von Fraps oder was weiß ich für ein anderes Programm was aufnehmt, wollt ihr erstens zum Beispiel Wasserzeichen reinmachen oder noch schneiden, je nachdem was für Videos sind. Und ihr müsst die Dateigröße verkleinern, weil wenn man jetzt in Fraps ungefähr 3 Minuten aufnimmt, sind es 4 GB oder nee, das ist weniger, aber trotzdem 1 GB zum Hochladen dauert ziemlich lang. Und wenn man dann so ein Let's Play mit 15 Minuten hat, will man nicht einen Tag hochladen. Also wer eine lahme Leitung hat wie ich, ja, muss man halt das zusammenrechnen. Und ich benutze da Adobe Premiere Pro und ja, damit kann man gut Audiospuren editieren,
Ton reinschneiden, Wasserzeichen reinmachen und so weiter. Dann brauchst du natürlich auch noch gewisse Voraussetzungen. Und zwar sollte man eine klare Stimme haben und deutlich reden. Mikrofon. Das versteht nämlich keiner und dann bekommt ihr sehr schnell Dislikes. Und ihr braucht ein wenig Skill. Das heißt, ihr solltet das Spiel zumindest ein bisschen können. Nicht, dass die Leute sich dann total aufregen und gleich wegschalten. Das ist auch so ein Faktor, bei dem die meisten Leute wegschalten, wenn sie jetzt sehen, der fällt bei jedem dritten Sprung runter in Minecraft oder was weiß ich. Oder in Super Mario oder so. Aber nach der Zeit werdet ihr eh besser, wenn ihr ein Let's Play länger weiterführt. Und ihr solltet frei reden können. Das heißt, wenn jetzt ihr solltet nicht euch hier einen Text hinbauen, den ihr vorlest, weil das ist der größte Scheiß, den man machen kann. Und ihr solltet improvisieren können. Das heißt, wenn jetzt in einem Spiel, das ihr schon kennt, irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dass ihr dann nicht gleich zum Beispiel die Aufnahme abbricht, sondern weitermacht und zum Beispiel, ja. Und ihr solltet keine Angst haben vor dem Publikum, dass ihr, ja, ihr müsst ja bedenken, ihr habt eine gewisse Zuschauerzahl, die sich mit der Zeit auch erhöht. Ich schaue nicht alle zu, aber ihr solltet keine Angst haben, weil wenn ihr dann so Angst habt, das merkt man auch und ja. Dann kommen wir zum Ablauf, wie ich das so mache mit dem Aufnehmen. Also als erstes braucht ihr eine Datei, die ihr durch Aufnahme mit dem Grabber oder dem Aufnahmeprogramm am Computer erhaltet. Und dann braucht ihr noch den Audiokommentar. Die beiden könnt ihr dann zusammenfügen, zum Beispiel in ein Videobearbeitungsprogramm wie Premiere Pro. Und dann müsst ihr die Dateien zusammenrendern. Rendern habe ich schon erklärt. Und dann müsst ihr das Video auf YouTube uploaden. Einfach reinziehen und los geht's. Dann solltet ihr das Video ansprechend und richtig benennen, nicht dass ihr irgendwas einen Titel schreibt, das gar nicht vorkommt und so weiter. Und ihr solltet es in die Playlist hinzufügen, weil in einer Playlist hat man eine schöne Übersicht. Wenn man jetzt Let's Plays anschaut, möchte man nicht sich einzeln durch jeden Part klicken und somit kann man jetzt einfach auf die Playlist klicken und hat gleich alle Videos auf einen Blick so. Und am besten macht ihr auch noch richtige Tags rein und die auch nur zu einem Video gehören, weil wenn ihr da irgendwo Justin Bieber reinpackt, dann gibt einer Justin Bieber ein und landet bei eurem Video. Und dann erhaltet ihr einen Dislike, weil er gar nicht dahin will, aber er da gelandet ist, weil ja im Tag Justin Bieber steht. Zum Beispiel. So. Dann solltet ihr noch Anmerkungen hinzufügen, das heißt, wenn ihr den YouTube-Video-Editor oder Anmerkungseditor, weiß ich gar nicht, wie das heißt, geht, dann könnt ihr da Anmerkungen reinpassen, zum Beispiel, nächsten Part mache ich das und das, weil ich das hier übersehen habe oder sowas und dass ich es dann nachträglich noch bemerkt habe. Und da könnt ihr auch Sachen reinschreiben noch, die ihr hinzufügen wollt. Dann gibt es ja die Möglichkeit, Geld auf YouTube zu verdienen. Ich möchte euch mal kurz einführen. Und wenn ihr Geld auf YouTube verdienen wollt, müsst ihr alle, wirklich alle Rechte von eurem Video besitzen. Das heißt, ihr müsst den Entwickler dieses Spieles anschreiben, ob er euch genehmigt, euer Video zu monetarisieren. Monetarisieren ist das Werbung schalten auf YouTube-Videos. Ihr müsst euch, wenn ihr diese Genehmigung habt, müsst ihr euch für das Partnerprogramm anmelden, wenn ihr nicht schon angemeldet seid.
Es müsste eine Meldung, wenn ihr das erste Video hochgeladen habt, kommen. Ja, von wegen, ihr müsst Partner werden und sowas. Verdiene Geld auf YouTube, bla bla. Wenn ihr dann ein Video hochladet, keine Ahnung, ob das so heißt, könnt ihr es direkt monetarisieren. Das heißt, wenn ihr es uploadet, erhaltet ihr einen Tab, so ein Register, wo dann steht Monetarisierung. Und da könnt ihr es gleich anklicken. Aber wieder nochmal darauf hingewiesen, ihr müsst wirklich alle Rechte haben, sonst kriegt ihr Copyright Strikes und schlimmstenfalls wird euer Account gesperrt. Auf eure Videos wird nun Werbung geschalten, für welche ihr per Aufruf Geld bei Google AdSense gut geschrieben bekommt. Also, wenn jemand euer Video aufruft, bekommt ihr einen Betrag, einen kleinen Betrag, und wenn jemand auf die Werbung klickt, bekommt ihr auch einen bestimmten Betrag. Dieser wird dann auf das AdSense-Konto von Google, welches ihr bei der Monetarisierung erstellen müsst, gut geschrieben, und ab 70 Euro könnt ihr euer Einkommen auszahlen lassen. Aber ihr dürft euer Einkommen keinem anderen mitteilen. Und, ja. Abruptes Ende, aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns irgendwann mal bei irgendeinem Let's Play oder was anderem.